Polski, bardzo. Ich kann auf Polnisch nicht lesen, aber ich versuch's mal. Bar. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Die Post ist da Video. Ihr habt ziemlich viel Post bekommen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, hier habe ich eine Tüte. Hier habe ich eine Tüte. Und hier habe ich eine Tüte. Ja, ich werde das mal alles auspacken. Oh, was machst du denn hier, Freddy? Das ist Freddy. Hey, Leute. Wie geht's euch? So, dann fangen wir mal an mit dem ersten Paketchen. Lass mich raten, es sind mal wieder T-Shirts. Was ist das? Übrigens, wegen diesem geilen Winkel in der Kamera kann man jetzt viel mehr sehen, was ziemlich geil ist. Wow, ein Nike-Shirt. Das stinkt ein bisschen, aber ist ja gar nicht so schlimm, ist ein bisschen dreckig. Aber es ist immer Nike und Nike ist sehr schön, danke. Zwei Videospielhüllen wahrscheinlich. Es fühlt sich aber an, als wäre da irgendwas... Die CD ist drin. Essential, the best of PlayStation 3, ich weiß nicht, was das sein soll. Uncharted 3, danke. Und Game of the Year Edition, Batman Arkham City. Ja, Batman Arkham City. Ich kenne die beiden Spiele. Danke. Also ich habe schon alle Spiele davon. Ich weiß nicht, ob das richtige Spiele sind oder so, aber ich schätze mal schon. Danke dafür. Ich hab die beiden leider schon. Mal gucken, ob noch ein Brief dabei ist. Okay, ich lese ihn mal vor und das blind. Lieber Danny, du bist der beste YouTuber der Welt. Ich liebe deine Videos, vor allem Black Ops 2. Hoffentlich gefällt dir mein Geschenk. Bitte unterschreibe mein T-Shirt und schicke es zurück. PS, viel Glück bei deinem Umzug. Ja, ich bin schon umgezogen. Ihr merkt, diese Briefe sind schon ein bisschen älter. Mann! Für die Leute, die sich fragen, wieso ich mich so aufrege. Und zwar, ich schaff's nicht, alles zurückzuschicken. Einfach zeitlich nicht. Außerdem geht's einfach nicht. Es ist nicht möglich für mich. Und dann regt es mich immer auf, wenn ich Sachen eingeschickt bekomme und ich sie nicht zurückschicken kann, weil ich selber damit nichts anfangen kann. Ich schmeiß es nicht weg oder sowas. Ich pack's irgendwo hin. Aber ich kann nicht alles zurückschicken. Und dann fühle ich mich immer wie ein Dieb. Wow, Alter. Okay. Holy moly, ich krieg ja voll die Geschenke. Hab ich gar nicht gewusst. So, ich bin gespannt. Eine Feder. Ich liebe Federn. Also eine Feder. Ich weiß nicht wozu, aber die kitzelt. Ich muss mal gucken, ob mich das an den Füßen kitzelt. Ich mach mal. Okay, ich mach's jetzt nicht fürs Video, weil ich glaube, niemand will jetzt meinen Fuß sehen. Aber was haben wir hier? Death Note. Gott, ist das irgendwie ein Fluch oder sowas? Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe irgendwie Angst, dass... Öffnen. Wow, geil. Ach du Scheiße, das ist ja richtig geil. Death, das ist so gruselig irgendwie. Oh Lord, wieso ist das so gruselig, Mann? Ist das irgendwie ein Fluch oder sowas? Oder ist es mal an? Das ist wie so ein Fluchbuch. Ich mach mal auf. Oh, ach hier. Achso, ist so ein Notizbuch, ne? Aber hier, schaut euch diese Seiten mal an. The fuck ist das? Das ist ja mal richtig gruselig. Also ich würde den ja gerne benutzen, aber der ist ja... Der ist einfach ein bisschen gruselig. Ja, danke. Habe ich nicht weggeschmissen, ich habe nur den Umschlag weggeschmissen. Yay! Yu-Gi-Oh! Karten! Übrigens, wer mir was einschicken will, eure Post mache ich in den Videos auf. Link ist in der Beschreibung. Und Yu-Gi-Oh! Karten hätte ich nicht erwartet, aber... Für die es nicht wissen, ich habe damals mal Yu-Gi-Oh! Gespielt und... Yu-Gi-Oh! Karten sehen so geil aus. Vor allem manche davon sind auch ultra viel wert. Also manche kann man auch für mehrere hundert Euro verkaufen, wenn man Glück hat und sie im Booster-Pack zieht. Außerdem macht Yu-Gi-Oh! Spielen extrem viel Spaß. Ich glaube, ich war damals sogar auf einem Turnier. Hat so viel Spaß gemacht. Hab's geliebt. Aber ich war nicht so gut in Yu-Gi-Oh! Karten spielen, aber es hat Spaß gemacht. Gott, wenn ich das so sehe, das ist echt richtig geil, Mann. Auf meinem zweiten Kanal, wenn ich am 17.11. meine beste Internetleitung habe, mache ich auch Yu-Gi-Oh! Videos, wer drauf Lust hat. Da gibt es nämlich so, da gibt's nämlich so ein Online-Spiel, das ist so ein Yu-Gi-Oh! Game. Ja, danke. Die Karten sind auf jeden Fall... Die behalte ich. Ne, ich meine das ernst. Ich behalte die, weil... Ich finde das cool. Ich finde... Schaut euch mal die Karte an hier. Die fühlt sich einfach so... So qualitativ hochwertig an. Und übrigens sind die irgendwie kleiner. Die sehen irgendwie so klein aus. Also so... Ich weiß nicht. So klein irgendwie. So, ich habe die jetzt eingepackt und werde sie dann irgendwo... In mein Zimmer legen. Danke. Aber wozu die Feder? Ach, die gehört wahrscheinlich zum Buch, ne? Vielleicht muss man mit der Feder das Buch streicheln. Passiert irgendwas? Passiert irgendwas bei dir? Merkst du irgendwas? Ich merke was. Es kitzelt an meinem rechten Nippel. Schon wieder ein T-Shirt. Ja, yeah, ich liebe diese T-Shirts. Wow. Lol, das ist echt geil, Mann. Schau dich das mal an. Lol. Seht ihr das?
mein eigenes T-Shirt, kreiert von einem Abonnenten. Das sieht richtig geil aus. Ein paar Bilder aus Facebook und ein paar Bilder aus meinem zweiten Kanal, ein paar aus meinem Hauptkanal. Ja, sieht echt geil aus. Also wow. Ich zeig's nochmal, damit ihr seht, wie geil das aussieht. Ist quasi so ein GTA 5-Stil. Und lol. Also ich kann mit vielem nichts anfangen, aber ich mache das auch nicht, um mich, damit ich irgendwas kostenlos bekomme, weil als YouTuber hat man sowas nicht nötig. Aber ich sammle die quasi, damit ich von meinen Abonnenten etwas habe. Was ja jetzt nicht irgendwie ein paar Leute sagen ja, das ist Battlen oder sowas, aber ich finde nicht, dass es Battlen ist, weil ich mache das ja nicht, um irgendwie zu betteln. Ich habe ja keine Geldschwierigkeiten oder sowas. Ich habe einfach nur, ich freue mich einfach nur, wenn ich etwas von meinen Abonnenten bekomme. Andere nehmen auch Donations oder sowas an. Und ich nehme einfach Geschenke an, die ich quasi in mein Zimmer stelle und aufbewahre für den Rest meines Lebens. Und vielen Dank dafür. Ich zocke nämlich DS, Need for Speed The Run. Ich werde gucken, ob er es zurückhaben will. Wenn er es zurückhaben will, dann sowas würde ich auch zurückschicken. Aber es gelingt mir halt nicht bei allen Sachen, weil... Ne, logisch. Ich will auch gar nicht mehr drauf eingehen. Also das ist richtig witzig. Das ist so ein Snickers-Aufblasball, wie ihr sehen könnt. Richtig lustig. Kann man dann so mal mitspielen. Ich liebe spielen. Ja, ich liebe spielen! Und einmal The Maze... Ne, Spider-Man 3 für PC. Gut, ihr müsst wirklich nicht sowas einschicken. Es reicht mir auch, wenn ihr Briefe einschickt. Aber danke dafür. Ich werde jetzt nochmal deinen Brief lesen, falls du einen hast. Ah, da ist einer. Hey Danny, das ist schon das zweite Mal, dass ich dir einen Brief schicke, aber dieses Mal wollte ich dir ein paar Spiele schicken. Ich habe gehört, dass du Spider-Man magst, also wollte ich dir ein Spiel davon schenken. Ich weiß nicht, ob die CD noch geht, aber egal. Ja, auch das zweite Spiel 3DS hatte ich keinen Bock mehr, aber ich wollte es auch nicht wegschmeißen, also schenke ich es dir. Haha, ja, ich habe noch für dich extra ein T-Shirt designt. Ich hoffe, es gefällt dir. Polski Barjo. Ich kann auch voll nicht lesen, aber ich versuch's mal. Bardzo bym się ucieszył, jakbyś mi wysłał kartę z twoim autogramem. Also er würde sich freuen, wenn ich ein Autogramm schicke mit meiner Unterschrift. Einfach nur Autogramm schicke. Deutsch. Ich würde mich sehr... Oh, habe ich gar nicht gesehen. Du hast auch auf Deutsch geschrieben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch mal eine Autogrammkarte von dir schicken würdest. Okay. Ich mach das. Ist so nett. Ich kann irgendwie nicht Nein sagen. Wenn ihr wirklich was zurückgeschickt bekommen wollt, verlasst euch nicht darauf, dass ich es wirklich tue. Aber ihr könnt trotzdem eure Adresse zurückschicken. Merkt mir euch und dann schicke ich euch auch mal was zurück. Oh, was ist das denn? First Edition... W13 ist wahrscheinlich ein, ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Ist wahrscheinlich so ein Kampfspiel, wo man kämpfen kann und sowas. Glaube ich, sieht zumindest so aus. Auf der PlayStation 3, zum Glück habe ich alle Konsolen. Ja, danke dafür. Wow, noch zwei weitere Spiele. Okay, langsam komme ich mir ein bisschen komisch vor. Ich denke, das kann man verstehen, oder? Weil, ne, einmal Assassin's Creed 1 für die PlayStation 3 und... Einmal Lego Star Wars 3. Hab damals als Kind immer Lego Star Wars Ultra geliebt. Ich habe so oft gesuchtet. Das war damals, ich glaube, ich weiß gar nicht mal. Lego Star Wars, glaube ich, einfach nur 1 oder sowas. Ich weiß nicht. Ja, vielen Dank. Ich auch auf der PlayStation 3. Vielleicht kann man ja das eine oder andere auf meinem zweiten Kanal explain, wenn ich am 17.11. wieder meine gute Internetleitung bekomme. Weil im Moment kann ich leider nicht so viel machen. So ist es manchmal mit Umzügen. Und dann habe ich hier noch einen ganz kleinen Zettel. Hi Danny, sorry für den Fail. Und zwar er schreibt halt Hi Danny und hat sich verschrieben. Und dann macht er das so weg und dann hat er so einen Pfeil dahin gemacht. Und dann hat er hinter dem Pfeil geschrieben, sorry für den Fail. Wieso hast du nicht ein neues Blatt genommen einfach? Egal, nimm die Spiele, die sind eigentlich voll cool. Ja, die sind sie auch, vielen Dank. Nur ihr sagt euren Namen nie. Ich würde euch empfehlen, vielleicht euren Namen drauf zu schreiben. Weil dann weiß man wenigstens, dass ich dich meine. Weil es könnte ja sein, dass mir irgendjemand anders genau dieselben Spieler geschickt hat. Man weiß ja nicht. Boah, das ist echt so viel. Oh nein, ich weiß gar nicht, wie ich das alles... Also ich werde es jetzt immer so machen, dass ich nicht nur Pakete... Also Pakete werden immer aufgemacht, also wirklich immer. Weil da meistens Sachen drin sind, die es auch wirklich verdient haben. Sind also gezeigt zu werden quasi. Klingt zwar komisch, aber ne, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Erstmal haben wir hier einen großen, langen Brief. Ein leeres Blatt. Eine, ja, eine, hier, wie nennt man das? Eine Briefmarke, so nennt man sowas. Und dann noch ein Umschlag.
wo sich Dark Void für die PS3 befindet. Das Spiel kenne ich leider nicht. Wer es kennt, kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Sieht ziemlich cool aus. Ich kenne es nicht. Aber man kann da irgendwie fliegen. Ähnelt so ein bisschen Halo. Ist am 16. Und hinten steht ganz groß, erhebe dich. Sage ich auch immer zu ihm, wenn meine Freundin bei mir ist. Boah, schau ich das mal an, wie viele Spiele ich bekomme. Ach du Scheiße. So heftig. So viele Spiele. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Man glaubt es zwar gar nicht, aber ich spiele gar nicht so viel privat. Also natürlich spiele ich schon viel. Aber nicht so viel. Ich bearbeite meistens meine Videos. Deswegen, ich spiele gar nicht so viel und kann das auch alles nicht gebrauchen, so wirklich. Ich freue mich zwar drüber und sammle sie einfach nur. Also die Geschenke meiner Abonnenten, sowohl Briefe als auch Geschenke. Gut, jetzt werde ich mir irgendeinen Brief aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Also zum einen gleich am Anfang so ein Snickers-Eispapier, was ziemlich cool aussieht. Und dieses Blatt scheint ziemlich dick zu sein und auch ziemlich groß. Sagt sie auch mal, wenn sie bei mir ist. Ja, zum einen hat er was gemalt. Also ist so Snickers-Eis-mäßig. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ja. Ich liebe deine Muskeln, du machst echt coole Videos, du bist der beste YouTuber ever. Du machst immer sehr unterhaltsame Videos und ich muss immer voll lachen, weil du so lustig bist. PS, ich bin so glücklich in dem Moment. PS, es wäre sehr nett, wenn du auf der Snickers-Eis-Verpackung unterschreibst und es mir zurücksendest. PS, magst du South Park? Ich mag South Park, aber schaue allgemein wenig Fernseher und damit auch wenig South Park. Ja, danke übrigens für das. Der nächste Brief. Ich nehme den hier. Okay, ich habe hier. Oh, okay, das ist nice. Wow, richtig. Ihr könnt so gut malen. Ich kann das gar nicht. Okay, ich zeige euch gleich mal. Oder ich zeige euch zuerst die Zeichnung. Und dann lese ich euch den Brief vor. Das ist die Zeichnung. Ist eher so, ne? Und hinten sieht man noch einmal richtig geil. Den Joker. Glaube ich, sieht irgendwie so aus. Why so serious? Das erinnert mich irgendwie an das Motto von Sirius. Sirius, genau so heißt er. Hey Danny, ich bin 17 Jahre alt, eigentlich ein ganz normales Mädchen. Außer, dass ich viel lieber zocke als alles andere. Ich danke dir für deine tollen Videos. Du hast mir in einer schwierigen Zeit sehr geholfen. Also ein herrliches Danke von mir. Besser wie in Klammern M, also männlich. In Klammern M, ein Psychiater. Also das in Klammern M steht ja meistens für männlich. Ja, okay. Naja, ich hoffe, dir gefällt das eingelegte Bild. Dafür habe ich meinen Skizzenblock zerstört. Vielleicht mache ich mal ein Porträt von dir. Bleib wie du bist, denn so machst du andere glücklich. Würde mich freuen, wenn du das Bild als Thumbnail nutzt oder zeigst. Über ein Autogramm würde ich mich so richtig freuen. PS, das Bild ist entstanden, bevor ich wusste, dass du ein Postfach hast. Oh, wie süß. Hier ist ihre E-Mail, vor allem, ich meine nicht ihre Adresse. Vor allem, schau ich mal an, wie die Schrift von Frauen aussieht und wie die Schrift von Männern aussieht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es sieht einfach so ordentlich aus. Ich weiß gar nicht, wie man so schreiben kann. Also, ich weiß nicht, wie das geht. Ich schreibe total anders. Ja, danke für das Bild. Okay, jetzt letzte Post für heute. Oh, cool. Also zum einen, Moment mal. Ach so, da ist noch ein Brief dabei, okay. Ich pack mal den Umschlag hier hin erstmal. Noch ein Bild und dann übrigens noch so ein, eine kleine Postkarte von einem Naruto. Naruto finde ich ganz geil eigentlich. Schaue ich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde es trotzdem geil. Naruto ist echt geil. Dann noch ein Bild, wo man mich, glaube ich, mit dem Sticker-Size sieht. Ob ich es bin, werden wir gleich sehen. Genauso sehe ich aus, vielen Dank dafür. Hey Danny, wie geht es denn so? Mir geht's gut und dir? Deine Videos sind echt einfach nur die besten. Und ich freue mich schon auf Advanced Warfare und Far Cry 4. Oh ja, ich mich auch. Könntest du mir eventuell auf das Blatt, bzw. Karte unterschreiben? Das wäre mega awesome. Adresse steht hinten bei der Postkarte. Ach ja, hast du noch überhaupt Drogen? Nee, die sind leer. Könntest du mir auch zuschicken. Okay, danke fürs Zuschauen für diese Folge. Sorry für mein zerstörtes Aussehen heute, aber ich bin aufgestanden. Und vor dem Fitness will ich nicht unbedingt duschen. Also ich bin nicht jetzt aufgestanden, aber ich will allgemein vom Gym nicht so gern duschen, weil dann dusche ich immer zweimal und zu oft duschen ist nicht gesund. Ne? Wenn es euch gefallen hat, checkt die anderen, die Post-Star-Videos aus. Das ist jetzt, glaube ich, der 6., 7. oder 5. oder sowas Part. Ich weiß es gar nicht mehr genau. In der Beschreibung findet ihr meine Adresse, wo ihr mir Post zuschicken könnt. Ich werde sie dann in den Videos öffnen. Wenn ich eure Post nicht aufgemacht habe, beziehungsweise es nicht geschafft habe, macht euch nichts draus. Ich habe hier noch eine Menge, wie ihr sehen könnt. Aber ich schaffe es einfach nicht aufzumachen, weil ich einfach
nicht die Zeit dazu habe. Vor allem dauert das mit dem Upload auch so lange, deswegen sollte ich eigentlich jetzt aufhören zu reden. Aber ich habe halt so viel zu erwähnen. Nicht vergessen, am 17.11. kommt meine gute Internetleitung an, dann kommen auf jeden Fall viel mehr Videos. Sowohl auch am 4.11., wo Advanced Warfare rauskommt, war am 4.11. glaube ich. Und das war's auch fürs Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden nicht vergessen mit einem Daumen nach oben. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss!